befördere dich hiermit zum Oberjäger. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Hey. Hey. Dann bitte ich nach vorne Thorsten Oppermann. Wow. Wunderbar. Thorsten, ich befördere dich zum Feldwebel. Immer beim Schießen als Schießaufsicht dabei. Mehr als verdient. Bitte auch mal. So, einen haben wir noch. Bitte nach vorne, Volker Hansen von Knobelsdorf. Oh. Volker, du hast es mehr als einmal erwähnt, dass du lange Schatzmeister bist. Von daher hatten wir das natürlich auch im Plan und wir befördern dich, oder ich darf dich im Namen der zweiten Kompanie zum Oberstabsfeldwebel befördern. Herzlichen Glückwunsch. Einmal. So, jetzt machen wir einmal hier die mit dem Beförderten. Schützen hier begrüßen, die beim Bürgerchor mitmarschieren. Wir kommen jetzt zu unserem festlichen Ablauf. Ich freue mich besonders, dass wir, ich mal einmal kurz durchgehen, dass wir mit den Worten unseres Pastor Klein beginnen.
Danach werden wir die Beförderung und Ehrung vollziehen. Dann kommt es zu einer Kompanieführerübergabe der 4. Kompanie und dann die Fahnenübergabe der Fahne des Jägerkorps und dann als letzten feierlichen Akt hier die Kommandoübergabe des Kommandeurs der Schützengesellschaft. Ich freue mich auf die Worte unseres Pastor Klein. Lieber amtierender König, lieber Hofstaat, liebe Schützinnen und Schützen, lieber Musikzug aus Wiesen und liebe Gäste aus Wiesen, lieber Herr Schulze und liebe Wittinger. Ich freue mich, dass ich heute wieder ein paar Worte an Sie richten darf, an diesem guten Tag. Und ich wünsche Ihnen allen ein frohes Pfingstfest. Heute gibt es an vielen Stellen einen guten Grund zu feiern. Sie ehren heute verdiente Mitglieder Ihrer Schützengesellschaft und bedanken sich für das Engagement der Menschen für und auch in Ihrem Verein. In der Kirche haben wir heute Geburtstag gefeiert und wir haben den alten Kirchenvorstand entpflichtet und den neuen Kirchenvorstand einführen dürfen. Zu feiern haben auch wir etwas. Und zu Pfingsten feiern wir in der Kirche, dass der Heilige Geist ausgeschüttet wurde und dass er oder sie ein ständiger Begleiter unserem Leben sein soll. Wir kommen zu unseren Beförderungen. Ich bitte nach vorne aus der 1. Kompanie den Oberstabsfeldwebel Michael Berlin. Da. Michael Berlin ist seit 1975 Mitglied der Schützengesellschaft und 1. Kompanie. 75 bist du geboren. Stimmt. Seit wann bist du Mitglied? 93. Seit 93. Nee, 83 glaube ich. Oder 83. Aber gefühlt bist du seit der Geburt schon Mitglied. Ja. Er ist ein aktives Mitglied der Kompanie und hat trotz der weiten Entfernung von Unterfranken nach Wittingen in den letzten 30 Jahren kein einziges Schützenfest versäumt. Michael Berlin, ich ernenne dich hiermit zum Leutnant. Ich bitte nach vorne ebenfalls aus der 1. Kompanie den Oberstabsfeldwebel Sven Jübermann. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Sven ist seit 1993 Mitglied der Schützengesellschaft und der 1. Kompanie. Er war Schießwart der 1. Kompanie und Schaffer der Schützengesellschaft. Und er ist aktuell Vorsitzender des Wiesenausschusses. Sven Jübermann, ich befördere dich hiermit zum Leutnant. Wir bleiben bei der 1. Kompanie. Ich bitte nach vorne den Major Norbert Heinrichs. Jeder kennt ihn. Ich brauche eigentlich gar nichts vorlesen. Seit 1976 Mitglied der Schützengesellschaft und 1. Kompanie. 1988 errang er die Königswürde. Er war von 1992 bis 2002 Schatzmeister und von 2002 bis 2014 zweiter Vorsitzender der Schützengesellschaft. Norbert Heinrichs, ich befördere dich zum Oberstleutnant. Ich bitte nach vorne den Major Klaus Jübermann. Für ihn gilt das Gleiche. Jeder kennt ihn, jeder schätzt ihn. Seit 1974 Mitglied der Schützengesellschaft und 1. Kompanie.
Von 1998 bis 2010 war er Vorsitzender der Sportschützen und 2004 errang er die Königswürde. Er ist seit 2002 Kompanieführer der 1. Kompanie und seit 2007 Skisportleiter der Schützengesellschaft. Klaus Jürgmann, ich befördere dich zum Oberstleutnant. Dankeschön. Ich bitte nach vorne den Leutnant Walter Bob Lühmann. Walter ist seit 1989 Mitglied der Schützengesellschaft und 2. Kompanie. Er war Fahnenträger, Schaffer der Schützengesellschaft und ist Versorgungsoffizier der 2. Kompanie. Walter Bob Lühmann, ich ernenne dich zum Oberleutnant. Nochmal 2. Kompanie, ich bitte nach vorne den Leutnant Thorsten Meyer. Meyer ist seit 1999 Mitglied der Schützengesellschaft und 2. Kompanie. Er war Schaffer der Schützengesellschaft und konnte 2012 die Königswürde erringen. Seit 2004 ist er stellvertretender Kompanieführer der 2. Kompanie und seit 2014 der 2. Vorsitzende der Schützengesellschaft. Thorsten Meyer, ich befördere dich zum Oberleutnant. Ich bitte nach vorne den Oberleutnant Karl Niebuhr. Karl Niebuhr ist seit 1974 Mitglied der Schützengesellschaft und 2. Kompanie. Er ist auch noch im hohen Alter von über 80 ein aktives Mitglied der 2. Kompanie und Schützengesellschaft. Karl Niebuhr, ich ernenne dich zum Hauptmann. Kommt zur 4. Kompanie. Ich bitte nach vorne den Oberstabsfeldwebel Torben Hildebrand. Torben ist seit 2002 Mitglied der Schützengesellschaft und seit 2013 in der 4. Kompanie. Er ist neuer Kompanieführer der 4. Kompanie. Torben Hildebrand, ich ernenne dich hiermit zum Leutnant. Sechste Kompanie. Bitte nach vorne den Oberleutnant Wolfgang Trippler. Wolfgang Trippler ist seit 1988 Mitglied der Schützengesellschaft und der 6. Kompanie. Er war mehrfach Schaffer der Schützengesellschaft. Und seit 2010 ist er Schießwart der 6. Kompanie. Wolfgang Trippler, ich befördere dich hiermit zum Hauptmann. Ich bitte nach vorne den Leutnant Peter Mowinkel. Seit 1973 Mitglied der Schützengesellschaft und seit 1982 in der 8. Kompanie. Er ist ein aktives Mitglied der 8. Kompanie und der Schützengesellschaft und amtierender Altschaffer dieser. Peter Mowinkel, ich befördere dich hiermit zum Oberleutnant. Ich bitte nach vorne den Oberstabsfeldwebel Heidi Engwer. Heidi Engwer ist seit 1982 Mitglied der Schützengesellschaft und seit 2004 der 2. Damenkompanie. Sie war Stellvertretender und Spieß der 2. Damenkompanie. Sie war Schaffer der Schützengesellschaft und ist mit ihrer Kompanie immer wieder mit Auftritten beim Bürgerfrühstück vertreten. Heidi Engwer, ich befördere dich hiermit zum Leutnant. Dankeschön. Wir kommen zum Bürgerchor.
Ich bitte nach vorne den Leutnant Peter Brese. Er war von 2011 bis 2024 zweiter Schriftführer und von 2013 bis 2019 zweiter Schießwart des Bürgerkorps. Seit 2020 ist er Schießwart des Bürgerkorps. Er war mehrfach Schaffer der Schützengesellschaft. Peter Brese, ich befördere dich hiermit zum Oberleutnant. So viel zu den Beförderungen. Wir haben jetzt noch eine Ehrung des Kommandeurs der Schützengesellschaft, und zwar den großen Verdienstorden der Schützengesellschaft. Ich bitte nach vorne den Oberst Jürgen Stresing. Seit 1993 Mitglied der Schützengesellschaft und des Bürgerkorps. Er war von 1999 bis 2024 erster Vorsitzender und von 2002 bis 2022 Oberst des Bürgerkorps. Von 1992 bis 1998 war er Skisportleiter der Schützengesellschaft. Jürgen Stresing oder Herr Oberst Jürgen Stresing, ich verleihe dir hiermit den großen Verdienstorden der Schützengesellschaft. Bevor wir jetzt noch zu ein paar die Verleihung von Nadeln für langjährige Mitgliedschaften kommen, möchten wir erstmal unseren Beförderten und unserem Geehrten ein dreifach kräftiges Gut Schuss, Gut Schuss, Gut Schuss bitte eintreten. Oliver Bürger, 1. Kompanie und Mirko Kummert, 4. Kompanie. Beziehungsweise die Kompanieführer oder Verantwortlichen. Die Ehrennadeln in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund. Ich bitte nach vorne. Klaus Einwald, Sportschützen. Sven Fischer, 2. Kompanie. Jens König, 2. Kompanie. Thorsten Meyer, 2. Kompanie. Nikolas Niebuhr, 2. Kompanie. Axel Schulz-Hausbrand, 2. Kompanie. Und Christian Schulz-Hausbrand, 2. Kompanie. Danke Sie, Herr Berg. Wieso kriege ich einen 2 davon? Das ist vom Verband. Die Ehrennadel in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund. Ich bitte nach vorne Michael Fuhrmann, 5. Kompanie. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen wir zur Ehrennadel in Gold für 50-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund. Das ist wieder eine ganze Reihe. Ich bitte nach vorne. Karin Kors, 2. Damenkompanie. Klaus Hübermann, 1. Kompanie. Uwe Hübermann, 1. Kompanie. Klaus Müller, 2. Kompanie. Karl Niebuhr, 2. Kompanie. Und Manfred Beckmann, 6. Kompanie. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt noch zwei ganz langjährig verdiente. Die Ehrennadel in Gold für 60-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund. Bitte nach vorne, wenn da, ansonsten den Vertretern. Günther Deck, 2. Kompanie und Ulrich Siemer, 2. Kompanie. Auch unseren Mitgliedern für die langjährigen Mitgliedschaften, die jetzt geehrt worden sind, ein dreifach kräftiges Gut. Schuss! Gut! Schuss! Gut! Schuss! Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, sehr geehrte Gäste und Freunde des Winninger Schützenfestes. Nach nunmehr 25 Jahren übergebe ich das Kommando und die Führung in junge Hände. Mir war es ein Vergnügen, diese Kompanie 25 Jahre geführt zu haben. Unser neuer Kompanieführer ist der soeben beförderte Leutnant Torben
Hildebrand. Torben Hildebrand tritt in die Fußstapfen seines Opas Hans Heinrich Hildebrand. Hans Heinrich war von 1979 bis 1992 auch Kompanieführer der Königlichen 4. Kompanie. Und noch etwas haben wir drei jetzt gemeinsam. Hans Heinrich, meine Wenigkeit und nun auch Torben waren alle aktiv beteiligt, um das Wieninger Kinderschützenfest zu organisieren und zubereiten oder vorbereiten. Ja. Also wir waren und der Chronikmäßig habe ich jetzt nochmal festgestellt oder gelesen, Hans Heinrich Hildebrand war von 1939 bis 1972 Kinderschützenfestfeier, so hieß das damals. Und Tom, dir wünsche ich auch alles Gute für die Führung der Königlichen 4. Kompanie und für das Kinderschützenfest. So, hiermit Führung der Königlichen 4. Kompanie wünsche dir viel Glück. Danke, Wolfgang. Dazu gehört auch der Degen. Kannst du den Arm machen? Den mache ich gleich. Und der Hut. Ich wünsche mir, dass ich nur noch viele Jahre in der Königlichen 4. Kompanie und mit euch Schützen feiern kann und darf. Herzlichen Dank. Mal kurz was sagen. Herr Wolfgang, vielen Dank. Und ich möchte dich nochmal offiziell jetzt nochmal zum Ehrenkompanieführer der Königlichen 4. Kompanie ernennen. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Und vielen Dank für deine Frage. Nächster Punkt. Wir kommen zur Fahnenübergabe. Bitte, Kommando. Und 8. Kompanie, links und rechts, um! Richt euch! Die 5. Kompanie hat ein Jahr lang mit Stolz die Fahne der Schützengesellschaft getragen. Es war uns eine große Ehre, diese tragen zu dürfen. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, wir haben sie stets und immer präsentiert. Leider kann ich das jetzt nicht sagen, weil wir letzte Woche einen kleinen Aussetzer hatten. Wir werden jede Strafe der Schützengesellschaft akzeptieren, möge sie noch so hart sein, Hauptsache sie ist gerecht. Und ich versichere, sollte uns die Schützengesellschaft die Fahne noch einmal anvertrauen, so wird dies nicht wieder vorkommen. Fahnenträger, bitte einen Schritt vortreten. Fahne übergeben. Übergebe an den Kompanieführer der 8. Kompanie. Fahne übernommen. Wir danken der 5. Kompanie für das Tragen und die Übergabe unserer Fahne. Wir werden diese Fahne in Würde und Tradition genauso wie die 5. Kompanie und alle anderen Kompanien im nächsten Jahr tragen. Fahnenträger eintreten. Ich übernehme das Kommando. 8. und 5. Kompanie links bzw. rechts um.
Nebenlauschritt. Marsch! Kommen wir zur Kommandoübergabe der Schützengesellschaft. Ich bitte nach vorne unsere Majestät, den Oberst Jörg Berlin. Werde ich mir befohlen. Danke. Bitte nehmen wir auch schon. Ich möchte kurz berichten, dass ich voller Stolz und Ehrfurcht seit 2005 das Amt des Kommandeurs übernommen habe. Und ich habe es immer mit Herzblut und gerne getan. Aber irgendwann ist immer ein Ende. Und eigentlich sollte es schon kurz nach unserem Jubiläum sein. Es hat leider nicht geklappt. Aber jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich, dass ich das Amt des Kommandeurs in jüngere Verantwortung übergeben kann. Und freue mich natürlich auch, dass wir hier in der Schützengesellschaft einen würdigen Nachfolger gefunden haben, an den ich das gerne übergebe. Und somit habe ich natürlich ein weinendes Herz, aber auch ein lachendes. Und ich hoffe, dass das Lachende gewinnt, und da bin ich mir sehr sicher. Und deswegen möchte ich jetzt mein Kommando übergeben. Schützengesellschaft, Stillstand! Zur Kommandoübergabe, die Augen links! Jörg, ich übergebe dir hiermit das Kommando der Schützengesellschaft Witting, der Schützengesellschaft der Stadt Witting e.V. von 1617. Vielen Dank. Ich werde das Kommando mit Ehrfurcht und ihr kennt mich sowieso alle, reden ist nicht mein Ding so, ne? Also ich werde schon, glaube ich, ein guter Oberst sein. Ich muss aber leider heute mein Kommando nochmal zurückgeben an den ehemaligen Oberst. Bevor ich das tue, möchte ich aber mal nach vorne bitten, Jürgen Stresing aus dem Bürgerkorps. Oder den Oberst Jürgen Stresing und den aktuellen Oberst Uwe Schulze. Melde mich befohlen, Herr Oberst. Das ist gut. Ja. Ja, ihr beide seid, glaube ich, ziemlich gleich lang Oberst, also über 20 Jahre genau. Und ich möchte diesen Zuge euch beiden zum Ehrenoberst nennen. So, da ich noch amtierender Majestät bin, muss ich das Kommando leider noch mal bis 19.15 Uhr circa an den ehemaligen Kommandeur Uwe Schulz übergeben. Und ab dann übernehme ich das Zepter. Bitte. Ja, ich würde sagen, zu früh gefreut, ne? Aber die paar Stunden, die werde ich auch noch schaffen. Und ihr müsst es auch noch ertragen. Ja, wir haben hier so ein bisschen... Guckt mal nach oben. Das fing anders an. Aber jetzt, hier... Ich muss ja auch sagen, wir hätten ja gerne das auch auf dem Marktplatz vor unserer Kirche alles hier vollzogen. Aber ich persönlich finde unsere Eichen hier genauso schön.
Und wir haben hier, Gott sei Dank, dank unseres zweiten Vorsitzenden, eine schöne Ausweichposition gefunden, wo wir hier doch würdevoll unsere Beförderung und auch gerade unsere Kommando- und Fahnenübergabe hier vollziehen können. Und jetzt möchte ich gerne noch bekannt geben, dass der Parademarsch, der ja sonst immer am Marktplatz stattgefunden hat, der wird in der Schützenstraße stattfinden. Und ich lade natürlich alle, auch gerade die Bevölkerung ein, mit uns in die Nachtweide zu kommen. Erstmal in die Schützenstraße. Dort wird gegenüber von dem neuen Kindergarten wird der Parademarsch abgenommen. Und dann marschieren wir in die Nachtweide und dann ein buntes Treiben dort. Wie gesagt, die Bevölkerung ist dazu gerne eingeladen. Ich muss noch einmal ganz kurz zum Gehör bitten. Ich habe natürlich vergessen, meinen Adju euch vorzustellen. Also mein neuer Adjutant ist Dennis Burger. Ich denke mal, wir beide werden das irgendwie rocken und meistern. Und wie gesagt, Kritik immer gern zu haben, aber nicht hinterm Rückenregen. Das haben wir beide so beschlossen, das möchten wir nicht. Und somit ist Dennis mein Adjutant. Okay, bevor es jetzt losgeht, noch eine kurze Ansage. Ich werde natürlich auch für den Parademarsch wieder Wertungszettel verteilen. Das mache ich dann dort, wo er stattfindet. Dort bitte dran denken, wir haben leider einen Ausfall. Die Damenkompanie wird keinen Parademarsch machen können, aber dafür wird die Feuerwehr mitmarschieren mit ihrer Gästestandarte von den Freunden aus Wiesen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir da eine neue Abwartung haben. Und für die Wertungszettel sage ich jetzt schon, wer die Punkteverteilung macht, ersetzt einfach die Damenkompanie mit der Feuerwehr. Jetzt fühlt er auf die Füße, wenn man hier... Ja, ich kann es nicht.